Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu MW2, Teil 2. Ja, ich werde ja jetzt ein bisschen in Offline-Modus spielen, aber erstmal ja, gucken wir, was abgeht. Willst du Black Ops 2 mit mir spielen? Lad dich dann gleich ein. Guck mal, was er schreibt. Okay, dachte, weil du die Trophäen hast. Ach so, ich hatte mal im Play. Hatte es mal. Ja, Black Ops 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, Singleplayer top, Multiplayer ausreichend, wenn man das so sagen darf. Dazu erzähle ich, glaube ich, nicht mehr viel. Jetzt ist MW2 Zeit. Ich habe jetzt mal hier die AK-47 mit Rotpunktvisier genommen und muss mir natürlich erstmal wieder reinfinden. Aber das Gute daran ist, ja, dass ich ja hier keine Schwächen habe wegen schlechtem Internet. Wie das auch bei mir im Call of Duty ist. Online. Oh je. Ja, viel Geballer hier in MW2. Wie das so typisch ist. So, jetzt komm mal her. Okay. No, nee, warte mal. Ich habe ja vom Training gelernt, dass es schneller ist, die Pistole zu ziehen, als nachladen. Oh, das hat mir auf jeden Fall hier das Leben gerettet. Oh, scheiße, ist ja der Sergeant. Jetzt schieße ich sogar schon auf die Falschen. Das sollte man auch nicht machen. Dann müsst ihr wirklich aufpassen. Ja, ich würde mal ein bisschen was reden, weil das sonst vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig ist, wenn er nur hier zuhört, wie ich jetzt hier was mache. Zum Beispiel, jetzt laufe ich nach vorne, jetzt gucke ich aufs Auto. Das ist natürlich nicht mein Ding. Nestle möchte ich ein bisschen reden. Der Nestle Wasserkonzern, der Nestle Lebensmittelkonzern, kennt ihr alle. Und ihr wisst ja alle, dass dieser Konzern Wasser in Afrika und in anderen Orten der Welt abpumpt, obwohl es dort kaum noch Trinkwasser gibt. Das heißt, in Afrika zum Beispiel gibt es sehr wenig Trinkwasser. Und dort pumpt eben Nestle Wasser ab, um es dann teuer zu verkaufen. Und jetzt kommt ein Skandal, der ist ja mal wirklich Hammer. In Denver. Oder, nein, wo ist es denn? Irgendwo in den USA, in der Wüste, wird Wasser abgepumpt. So. Dieses Wasser wird als Pure Life verkauft von dem Nestle-Konzern. Dieses Wasser kostet über $1. Und dieses Wasser ist eigentlich nichts anderes als das Leitungswasser von Denver. Die gleiche Qualität, das heißt, Nestle geht hin und füllt Leitungswasser ab, nennt das Pure Life und verkauft den Liter für $1, wo es die Tonne vielleicht für $3 gibt. Ja, also die verkaufen Dinge 300 mal teurer, verkaufen es in Plastikflaschen und tun so, als ob es was Besonderes wäre, obwohl es nur Leitungswasser ist aus Denver. Nestle ist ein böser Verein, kann ich dir ganz klar sagen. Ein ganz, ganz krimineller Verein. Und das ist nicht nur Nestle, das ist auch Cola, das ist auch Pepsi, das ist auch Fanta. Fanta ist ja Cola. Aber das sind alles richtig böse Vereine, die nur auf eins aus sind. Auf Profit. Und das ist traurig. Du musst aufpassen. So. Was haben wir denn hier? Cooler Typ. Info, schau's mir an. Agent 007 Modern Warfare. Der Red Dead Redemption. Profilname, Profilbild. Cooler Typ. Muss ich wirklich mal sagen, könnt ihr gerne mal anschreiben. Wenn ihr den Clan Libanon Elite wollt, könnt ihr das gerne mal machen. Ist ein cooler Clan in Call of Duty. Oh ja. Cool auf jeden Fall. Es geht ja jetzt schon weiter. 5 Minuten nehmen wir noch auf. Jetzt gucken wir noch ein bisschen rein. Oh, das ist eine geile Sache. Da wird viel passieren. Oh ja, da geht's aber runter hier. Ich glaube, wir sind am Mount Everest oder so. Ja, das werde ich dann im nächsten Gameplay zeigen, in Teil 3. Haut rein, auf jeden Fall. Ciao!